Hallo, willkommen zurück in Schloss Sturmschleier, das in meinem Gesicht hängt. Und beim letzten Mal in Elden Ring sind wir im Schloss ein bisschen herumgekraxelt und sind jetzt so in den inneren Burgbereich angekommen. Aber ich möchte mal ganz schnell, ganz dreist kurz ein paar Orte abchecken, bevor wir weitermachen. Erstmal möchte ich kurz nochmal zu Patches gucken und ihn fragen, ob er vielleicht nicht in mein Eldenburg-Haus kommen möchte. An meine Tafelrunde. Ich finde, das ist eine schönere Heimat, als dass er hier alleine in der Höhle abhängt. Ersetzen tut er auf jeden Fall noch hier. Dann fragen wir ihn doch mal. Vorsichtig mit unserer Keule. Hello again. Welcome to Patches Emporium. Nö. Hat keine neuen Sachen und... Ja, weiß nichts davon. Okay, schade. Patches chillt immer noch hier. Okay. Dann möchte ich nochmal nach Bock suchen. Dem Halbmenschen Bock. Ich gucke nochmal da, wo ich das erste Mal ihn gefunden habe. Beziehungsweise will ich auch nochmal hier hingucken. Ich weiß nicht mehr genau, was hier stand. Irgendwas mit Godric. Dass er irgendwas verkackt hat. Godric, der Goldene, gedemütigt. Michaelas Klinge zwang ihn in die Nino, fleht um Gnade. Okay, Miquella hat Godric besiegt. Steht hier einfach nur. Nur hier sind nur Schafe. Ja, hier lag er halb verblutet, aber da ist er auch nicht mehr. Ich nehme an, in der Höhle selber ist er auch nicht drin. Nee. Okay, dann wieder ab ins Schloss. Ich wollte nur gucken, ob ich nicht irgendwie NPCs hier verpasse, während ich Plot weiter voranbringe, aber... Keine Ahnung. Hab die nicht mehr gesehen seitdem. Ich find's... die Keule hat mehr Range. Das ist cool. Besser als der Hammer. Der Hammer ist so ein kurzes Gerät. Und das hier, das hat wirklich Reichweite. In der Hinsicht ist die Keule halt schon praktisch. Und leuchtet irgendwas. Ja... Wir sind hier beim letzten Mal angekommen. Ich bin da ein bisschen über die Dächer geklettert und habe ein bisschen was entdeckt. Aber hier gibt es halt so viele Wege. Da unten ist auch Nebel und sowas. Und ich würde spontan sagen, ich nehme sogar kurz einen anderen Zauber mit. Statt dem Nebel nehme ich wieder den Assassinschritt mit, weil man da weniger Fallschaden kriegt. Und dann kann ich so ein bisschen gucken, hier mal so ein paar Stellen runter zu hüpfen. Zum Beispiel, dass ich einfach hier sprinte und hüpfe. Ich meine, mein Zeug kann ich einfach aufheben, wenn ich sterbe. Genau, und dass wir dann da hier nochmal runterhüpfen mit dem Assassinschritt. Genau. Oh, guck mal, eine Ratte. Aua. Aua. Okay, kann die Wache sich mit rumsprügeln. Das ist mein verbesserter Sprungangriff. Wie findest du den, Ratte? Okay, Ratte sagt Standbild. Ja, ich glaube, OBS hat irgendein Problem momentan. Also immer wenn OBS läuft, habe ich so kleine Mini-Freezes. Ich glaube, ich bin getroffen. Danke. Hier ist Nebel. Ihr dürft gar nicht raus. Kein Grund, den Tisch da drin zu schlagen. Das ist... Da unten ist Loot. Warte mal. Hier unter dem Schloss ist was? Okay, Parkour-Künste können einen auf jeden Fall an Orte bringen, wo man nicht hin soll. Weil was ist denn das hier, dass hier so eine Nebelwand ist, wo ich nicht durch kann? Guck mal, ich kann dich herlocken mit meinen Schlägen. Kann ich euch auch hauen? Cool. Double Kill. Ja. Ändert nichts daran, dass ich nicht reinkomme. Ich glaube nicht, dass ich hier runterklettern will in die Höhle. Ja, da liegt eindeutig Loot. Nee, es sieht nicht so aus, als sollte ich hier runterklettern. Ach, guck mal, da unten ist sogar so ein Elektroviech da. Rechts von meinem Kopf jetzt. Ganz klein am Brutzeln. Hier gibt es so eine unterirdische Stadt unter dem Schloss. Oh, crazy. Ich mache mal eine Schnellreise hoch. Das Teleportieren gratis ist es ja eigentlich ein Segen in der Hinsicht. Versuchen wir es mal von der anderen Seite von dem Gebäude da irgendwas zu finden. Ist ja nicht der einzige Weg da rein und da rum. Ich kann nämlich auch auf den Turm hier. Und hier zum Beispiel über den Baum runterklettern. Ach, das ist so eine Wichtstatue. Es ist ein Rätselbereich und ich bin nur an der falschen Seite. Oh mein Gott, warte mal. So, jetzt sollten hoffentlich alle Lecks weg sein. Das ist ja ultra nervig. Auf das Dach. Okay. Ich bin unten.
Hallo Statue. Hallo Dunkelschmiedestein 2. Hallo Tür, die mich in den Raum führt. Und hallo du. Habe ich einen habe ich gefunden, ja. Ich bin zu neugierig, Leute, aber dafür sammle ich ja auch alles. So, wir dürfen jetzt in den Raum mit den Gegnern rein. So, jetzt müssen wir die nur wieder besiegen. Einen haben wir? Ob die ihre Axt wohl droppen? Oh, der hat sogar Leuchteaugen. Ich weiß nicht, woher diese Lex kommen. Es tut mir leid. Halbmond-Axt! Ja! Die Axt getroppt. Eisernes Schleifmesser. Wofür war ein Schleifmesser? War das nicht für Kriegsasche? Holzschild mit Falknerwappen. Und Misericordia. Und eine Ratte auf dem Dach. Hier war so ein Schmied drin. Waffenkammer. Ja, gucken wir doch mal. Da haben wir ein Schleifmesser, eisernes Schleifmesser. Kann Waffen neue Kampfkünste und Affinitäten verleihen. Gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für eine Waffe. Okay, ohne Kampfkünste zu ändern oder was? Keine Ahnung, finden wir raus. Wir haben irgendein cooles Upgrade gefunden. Oh mein Gott, wie cool man Waffen anpassen kann. Das ist ja super. Also noch mehr, als ich eh schon wusste. Talismanbeutel, Leute, die Anzahl der Talismanplätze. Ah, daher haben wir das. Das hat Margit gedroppt. Ich dachte, das war erst durch die Umarmung oder sowas. Ah, Margit, der Alte. Der Schlingel. So, und wir haben einen Dolch. Oh, der wird mein Lieblingsdolch. 140 Backstep-Schaden hat der. Also der wird kritisch beeinflusst, wie viel Schaden man durch Parier- und Backstep-Angriffe macht. Der ist cool. Der Text ist ein bisschen zu lang, aber okay. Talent Schnellschritt. Ja. Ein von weiß gewandten Feldchirurgen der Armee bevorzugter Dolch. Ach, einer von weiß gewandeten. Ja, gekleideten wahrscheinlich. Die harte und scharfe Klinge sorgt für verheerende kritische Treffer. Mitgefühl ist die oberste Tugend eines jeden Medikus und im Krieg kennt Mitgefühl oft keine Gnade. Hütet euch vor dem Wolf im Schafspelz. Da. Zack, gedolcht. Das ist ein sehr cooler Dolch. Das ist ein schöner Dolch. Der gefällt mir. Wie kommen wir hier raus? Achso, dadurch. Okay. Ja, haben wir hier ein bisschen Zeug gefunden. Hat hier halt wieder so ein Schlüsseldings hier gekostet. Ja, du bist zu fett für die Tür, oder? Jupp, er geht doch rückwärts. Ich mag euch echt nicht so. Da werde ich echt allergisch. Allein wie wenig Schaden ich dem Klumpen schon wieder gemacht habe. Die werden gefühlt immer fetter, umso mehr ich von denen treffe. Ich schieß dich einfach mit Feuerbällen. Hm, okay. So, mach mal irgendeinen Angriff, wo ich dann angreifen kann. Oder dreh einfach um. Ja, genau. Spin. Dann komme ich rein und mach Bonk. Ja, schrei ruhig. Ich schieß dich an dieser dummen Tür. 1, 2? Ja. Ist verrückt, dass ich diesen Gegner jetzt schon irgendwie so oft im Spiel getroffen habe. Du bist echt nicht einzigartig. Du kleines, dickes Prinzchen. Bist du zu dick? Kommst du schon wieder hier nicht her? Ja, ist er. Ich suche gerade einen Weg. Ich brauche so eine Laterne wie ein Bloodborne, die man an den Gürtel hängt oder so. Oder so ein Lichtzauber. So. Spin, spin, spin. Oh mein Gott, aua. Danke. Okay.
Danke. Und zack. Aua. Nochmal heilen. So, rein da. Jetzt zieh dich. So, Licht. Ja gut. Häng ein paar Ersatzteile für Godric. Weil diese kleinen Dinger sind ja so gesehen Mini-Godrics, würde ich sagen. Wird der Kampf gegen Godric genau das? Dieser Gegner ein Schwer? Ich hab keine Chance. Hier sind echt keine mehr, die auf mich drauffallen. Ich will nur sicher gehen. Einer davon ist nur so schlimm. Hochland-Axt. Axt war in Dark Souls 3 so meine Lieblingswaffe. Ja, plündern wir einfach weiter. Blutstillende Boli. Ja, falls ich mal verblute. Ein Hundihof? Oh, hier hängt so eine Best, so ein Riese aufgehängt. Boah, es ist blutig hier. Richtig Bloodborne. Putsch. Yo. Ich brauche mehr Stärke. Die Gegner überleben einen Treffer. Einen sage ich drei. Was ist das denn für einer? Eine goldene Rune. Und Andenken der Poppe. Ach, guck mal, sollten wir sowas nicht für die eine Frau holen? Hier im Schloss irgendwas für eine Puppe finden? Jo, wie brutal. Einfach so Arm abgetrennt, hängt hier kopfüber, so ausbluten lassen, einfach kopfüber. Schenke einer Puppe. Andenken einer Puppe. Schlüsselitem wahrscheinlich? Ja. Auf rotem Samt gebettete Brosche. An Andenken der Puppen, die für die Verpflanzung geopfert wurden. Eine auf rotem Samt gebettete Brosche mit Blutspuren. Schwach sichtbare Geister scheinen etwas mitteilen zu wollen, doch ihre Stimmen sind nicht zu hören. Du bist nicht dem NPC, nein. So machte sich Zombo auf, es dem NPC zu bringen. Oder auch nicht, was weiß ich. Das sollen so Bluttropfengeräusche sein, die wir hier hören die ganze Zeit, ne? Ekelhaft. Da oben ist eine Wache. Okay, die war irgendwie ein bisschen abgelenkt. Wir wechseln mal. So. Nein, nicht Fackel. So, wir sind wieder Paladin. Weichet vor meiner heiligen Klinge, ihr grotesken Kreaturen. Besseres Fleisch. Cool. Ich weiß nicht, warum ich das immer so gerne mache. Hi. Ja, egal. Jo. 600. Nee, sollte ich weiter upgraden? Das ist echt so eine... Hey, kein Bock auf euch Waffe. Ich habe glaube ich, so einen Dunkelstein Stufe 2, ne? Also mal zum Schmied. Ich habe halt gar keinen Plan, wo ich bin, ne? Hier sind überall neue Gegner, überall neue Wege, überall Türen, überall alles. Nicht von dieser Seite öffnebar. Da sitzt so ein Typ hinter. Da drüben hängen noch mehr Körperteile ab. Dann prügeln wir doch erstmal den da. Der patrouilliert hier um den... Um das so im Kreis irgendwie. Oder warte, wir öffnen hier die Kiste. Wir öffnen nicht die Kiste, weil da einfach grau ausgegraut ist. Hier läuft so ein U. Ja. Okay. Warte, er hat mich noch nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Ist alles vorbei. Er ist irgendwie sehr dumm. Ah! Wie man die Schritte hört, wie er mir hinterher rennt. Nee, nee, ich bin weg. 10 Jahre lang um diesen dummen Tisch da rumgeschlichen und dann klappt es nicht mal. Wo geht's hier lang? Warum? Ist eine Treppe? Okay, komm, wir gehen einhändig. Kann man sich ja nicht geben. Da drüben ist Loot. So. Ja, damit Pfeil.
so eine... Ich würde halt gerne erstmal wissen, ob man Wände schlagen muss oder aktivieren kann oder... Ne? Kriegt einfach nur 15 Parts voller, wo ist eine scheinbare Wand? Let's play. Damit ich dann alle am Ende trotzdem verpasse. So, hier ist der Hof. Da haben die eine Gatling vor mir und einen Flammenwerfer. Okay, ich geh rein. Okay. Ja, guck mal, erst läuft hier runden rum. Ich glaube, er hat vergessen, wie er da nach Hause kommt. Ja, er patrouilliert da hin und her, weil er nicht mehr weiß, wie er in sein Zimmer zurückkommt. Du dich verlaufen! Was ist das? Eine Kriegsgebrüll-Standard-Axt. Für eine Hand. Vielleicht besser als du? Ist auf plus 2 und diese macht auf plus 1 schon denselben Schaden. Hat halt nicht die Blutung. Ja, aber genau, so eine Axt sollte eigentlich ultra gut sein. Ich habe das Gefühl, er weiß, wie er wieder heimkommt. Und ich habe das Gefühl, er will nicht nach Hause. Oh mein Gott, er hat mich gesehen, aber er hat nicht gesehen, dass ich runter bin. Naja. Ich habe nicht mal genug Mana dafür. Okay, wir brauchen echt Mana-Tränke. Fokus-Tränke. So. Lass mal den Jungen so eine reinsemmeln und... Zack. Haben wir den weg. So, darf ich jetzt die Kiste öffnen? Ja. Schleier des Imitators. Ist es sowas, womit man sich in Gegenstände verwandelt? Verbraucht FP, imitiert Objekte in der Nähe, aber es hat keine... Ist es unendlich? Yo, ich bin Box. Und den habe ich noch. Haben die das Item perfekt gemacht? Die haben das perfekt gemacht. Das verbraucht sich nicht. Den packe ich mir in eine Schnellreiste. Okay, dann schleicht sich unser blutiger Geselle mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich den hingepackt habe. Was ist dieses, das Feld hier unten? Ist auch so ein Quick-Menü, aber das habe ich nicht zugewiesen oder so, scheinbar. Vielleicht kann ich es dann doch nicht nutzen. Ja, da hängt der Dude. Wo bin ich überhaupt? Was ist, wenn ich hier über diese Mauer hüpfe? Ja, eine Wache. Kein Plan, wo ich bin. Gib den Loot. Ein goldener Fuß von einem Federtier. Diese Bannergeräusche machen mich die ganze Zeit nervös, weil ich immer denke, okay, jetzt kommt was, was mich umbringt. Okay. In dem Raum waren wir drin. Hier ist eine Leiter aufs Dach. Oh mein Gott. So ein Labyrinth. Kann ich das aufheben? Das ist eine... Ein Grashalm? Nee. Jetzt kann ich da runterhüpfen zu der Leiche wieder. Aha. Da unten ist ein großer Platz. Ich glaube, es will, dass ich da zu der Leiche runterkletter. Das sieht wie der gewollte Weg aus. Hier. Im Sprung Kopf abgeschnitten. Da kriege ich direkt einen Pilz. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Ja. Ist hier innen, ne? Cool. Guck mal, wir haben das geöffnet. Es bleibt ja unlocked. So. Höre Geräusche. Oh mein Gott. Wir sind nicht runtergefallen. Sehr schön. Was ist hier drin? Eingelegter Schildkrötenhals. Ich glaube, der erhöht Ausdauerregeneration. Und der neue Schwertschlüssel. Kann ich eigentlich damit so Probleme haben mit dem Wort? Stein, Schwert, Schlüssel. Schwert, Stein, Schlüssel? Schlüssel, Stein, Schwert? Ein Schlüssel. Schwüssel. Ein Schwert und ein Schlüssel. Ein Schwüssel. Einfach eigene Worte erfinden, wenn man mit den echten nicht klarkommt. Ja, das ist ein Gemälde von Godfrey. Aber wir müssen ja Godric hier in dem Schloss ausschalten. Ja. Ich kenne meine Elden Ring-Worte.
So, achso, da draußen war dieser Kriegshof. Ja, nee. Ich bin ja jemand, der sich gut Wege merken kann. Aber was machen die Leute hier so immer gerne die Orientierung verlieren? Die werden ja einfach komplett verloren sein. So, jetzt sind wir hier oben. Ja, hier waren wir noch nicht. Dann haben wir die andere Seite drüben. Hier ist eine Tür, vorsichtig. Da ist niemand. Da vorne sitzt eine Wache. Eins, zwei, drei. Ausweichen. Und pam. Dann füllt hier meine Heiltränke mal wieder auf. Weißt du, ich habe mich so gefreut über dieses Gimmick, was Heilung auffüllt. Und dann passiert es aber nie in dem Schloss. Das heißt ja, wenn ich ein paar Gegner besiegt habe und so, dass ich die Heilung wieder auffüllt, darüber spreche. Goldene Runde 2. Ganz schön laut manchmal die Kisten, ne? So. Ach, guck mal. Da über mir ist der Spawnpunkt und jetzt sind wir hier unten, ne? Hm. Ja, ich habe keinen Mana mehr, aber guck mal her. Das ist so einer mit so einem Windschild, ne? Ich würde aber gerne die Tür zumachen. Perfekt, gedodged. So, dann gucken wir mal, was hinter denen ist. Ich habe gerade nicht die Zeit. Ja, Zeit ist sehr knapp, leider. Puh. Wie tritt man nach unten? Ah, so. Und... oh mein Gott, hat er lange Arme. Ich glaube, der kann besser schlagen als ich. Ist es gut, dass er mir hier hoch hinterher klettert? Keine Ahnung. Hier ist eine Glocke. Willst du mal bimmeln? Ach, guck mal, wenn wir über die Mauer gehen, kommen wir wieder dahin, wo ich zum Bonfire gehe. Ja. Ne? Wir sehen uns später wieder, Bro. Oh mein Gott, die werfen Bomben. Cool. Ist auch ein Bombenvogel? Okay, der Weg ist nicht weit. Das ist nicht schlimm. Ah, lustig. Wirft einfach... Was ist das überhaupt für ein Design? Dass die schon mal Schwerter als Beine haben, ist schon so absurd. Und dann werfen die einfach Bomben damit. Ah. Ja, eigentlich wollte ich ja nur, dass sich die Tageszeit ändert. Das habe ich ja jetzt geschafft. Jetzt ist jetzt wieder angenehmer alles. So. Jetzt sollte es alles kein Problem darstellen. Hallo Vogel. Wofür habe ich Sachen gegen... Jo, mein Sprungangriff hat aber nicht mal getroffen. Nett, dass der gewartet hat. So, und jetzt Sprungangriff. Jawoll. Bird down. Okay, jetzt können wir mein Zeug da drüben aufheben und werden hoffentlich nicht mehr von Vögeln in die Luft gesprengt. Was gab's hier? Wo der Bird gechillt hat? Einfach nichts. Wahrscheinlich ist es einfach nur sein Chillort. Da unten liegt selbst Loot. Oh mein Gott, unter mir ist ein Vorsprung. Ich kann da hin von hier aus. Diese Welt ist zu mächtig. Bin ich so eine falsche Hand bestimmt? Ist ja Elden Ring. Ja, okay. Das ist echt schwer noch einzuschätzen, ne? Da hinten ist das Magieschloss, glaube ich. Rayas Luna oder so. Aber davon habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht werde ich einen Raum erkennen, wenn ich drin bin oder so. Aus einem Trailer. Ja. Hui. Hat sich das gelohnt? Abgenutzter Holzschild. Nein. Da drüben ist auch nochmal Loot. Wo kommen wir jetzt raus? Das interessiert mich eher. Ich kletter ja schon tief. Bin jetzt schon wieder auf der untersten Ebene vom Schloss gefühlt. Dass da unten auch ein Dorf einfach ist, ne? Obwohl, warte, wenn wir hier so weiter deine Klippchensprünge machen. Das war ein Prank? Oh mein Gott, warum lebe ich?
Ich kann die Infos gerade nicht verarbeiten. Kennt ihr das, wenn sich so alles zusammenzieht, wenn man weiß, dass man stirbt? Warum? Sind wir in Assassin's Creed? Geht das immer? Geht das nur, wenn es geskriptet ist? Kann ich von überall einen Kilometer tief in Gras reinhüpfen? Ist da drüben der Boss? Der Schmelztiegelritter? Aber als Nicht-Boss? Ich hab dein Moveset noch drin. Kommt der schon zu mir? Will der mich schon töten? Was ist Elden Ring? Wo bin ich? Er geht gerade weg. Ich renne aber mal hinter ihm vorbei, ne? Das ist echt ein Schmelztiegelritter. Hast du auch dein ganzes Moveset? Kannst du auch die Flügel beschwören? Hast du auch so viel Leben? Hätte jetzt meine schwarze Rauchbombe-Wolke dabei, ne? Okay. Der bleibt da scheinbar stehen. Was ganz nett ist, weil wir hier mal kurz lang gucken können. Aber er hat beschützt ein Item. Das will ich eigentlich haben. Ich will nur gerade gucken, ob ich hier irgendwie einen Checkpoint habe oder ob ich jedes Mal irgendwelche verrückten Kletteraktionen machen muss. Man weiß ja nie. So. Ja, er bleibt da stehen, okay. Hier kann man noch auf die Mauer hochklettern, so ein bisschen. Nö, ist kaputt. Okay. Da sind noch mehr Ruinen. Und hier unten ist ein Fahrstuhl. Wir haben tatsächlich eine Abkürzung freigeschaltet. Ist ja ganz unten der Fahrstuhl. Hier sind bestimmt ein paar Stockwerke, wo man raushüpfen kann. Ich drehe wieder ein bisschen. Also nicht wundern. Sorry. Da war ein Stockwerk. Ja. Habe ich noch Heilung? Ja, ich bin noch voll. Hallo, Ritter. Ja, gibt hier nicht so viele geheime Sachen zum raushüpfen. Gibt nur die Ebene hier. Wo ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum. Weil hier sieht es nicht aus, als wäre irgendeine geheime Wand oder so. Also einfach runter mit uns. Ob da unten drunter was ist? Keine Ahnung. Warum kann man hier runterfahren? Hier geht es bestimmt noch irgendwie weiter. Das ist der Weg ins Unterdorf. Muss es ja, oder? Na ja, schon sieht eher nach Meer aus, würde ich sagen, tatsächlich. Hier runter zu gehen. Ja, dann legen wir uns mal mit dem Typen an. Oh, wenn er wieder so stark ist, dann markiere ich mir den. Ja, wir markieren uns den sonst. Weil nochmal diesen 1-Stunden-Fight gegen den will ich mir nicht antun. Kann man den backstabben? Er ist nicht so tanky. Dunkelschmiedestein 2. Schwing. Schwing. Und jetzt bin ich dran. Ich kenne dein Moveset leider schon zu gut von deiner Dark Version. Aua. Alle Schaden ist gleich. Au. Nein! So, dann schleichen wir mal hinter ihm her. Gönnen uns unseren Loot wieder. Was, wenn ich eine Waffenverzauberung drauf mache, kriegt das mit? Nö, scheinbar nicht. Feuerholz. Sieht voll cool aus, das Feuer. Hallo. Aua. Und direkt so ein Big Mistake am Anfang gemacht. So, hier. Wollte mich heilen. So. Komm da raus. Ja. So, Flügelschmarrn. So. Jetzt kann er seine Schweifangriffe. Oder nochmal das machen. Ja, auch nett. Ich will nur, dass mein Feuerholz ausläuft, ganz ehrlich.
hier keine Chance zum Angreifen gewesen. Will ich nochmal Fett drauf machen? Nee. Okay, ich weiß gerade nicht sicher, ob der Schweif kommt. Aber war er. Den Boy doch gelernt. So, nochmal Feuer drauf. So, jetzt machen wir dich fertig. So. Jetzt mach, komm, mach deinen Angriff. Und 1, 2. Ja, da war's. Gehen wir nochmal heilen. Ja, das war der Doppelhieb. Ja, dachte ich mir schon. Wir seinen Schweifhieb auch echt gemacht. Krass ist, wenn er den am Anfang macht. So. 1. Okay, keine Heilung mehr für uns. Meine Güte, ist der anstrengend. Wir machen einen Stichangriff. Wusch, wusch und du bist tot. Oh mein Gott, ich cut den runter, den Kampf. Das ist einfach wieder... Aspekt des Schmelztiegels Hörner. Okay, wir kriegen echt alle seine Abilities, glaube ich. Aber wir müssen den noch ein paar Mal bekämpfen, den Jungen. Was ein schlimmer Kampf. Ach, wir können uns direkt hochporten eigentlich wieder. Das ist angenehm. Ja, den da an der Klippe zu bekämpfen, war echt nicht so nice. Aber beim dritten Versuch immerhin. Und wir haben noch ein Wunder bekommen, was wir wahrscheinlich erst noch später benutzen können. Obwohl, der war ja eigentlich einfacher, ne? Auch 27, glaube ich. Erzeugt ein Schulterhorn, das Gegner aus tiefen Haltungen zerfleischt. Das ist einfach sein Schildangriff, so gesehen, ne? Eine der uralten Anrufungen des Erdenbaums. Bestückt die Schulter des Zauberers mit einem mächtigen Horn, das bei tiefer Haltung Gegner zerfleischt. Durch das Aufladen kann der Zaubernde Gegner rammen, bevor er zum finalen Angriff übergeht. Dies ist eine Manifestation der Urenergien des Erdenbaums, ein Aspekt des urzeitlichen Schmelztiegels, in dem einst die Zutaten für sämtliches Leben vermischt wurden. Ja, steht auch hier so ähnlich. Ja. Okay, jetzt haben wir zwei so Erdenbaumwunder. Die Hintergründe von denen sind noch krasser. Ja, nur so 800 Leveln können wir die auch mal nutzen. Aber der war einfacher als der in dem Blutring. Immer noch. Okay, ich lasse den Kampf für euch drin. Weil ich find's doof, Kämpfe irgendwie zusammen zu cutten, die ich schaffe. Ja. Mein Gott, im schlimmsten Fall sage ich halt wenig in einem Kampf, ne? Ich konzentriere mich halt ein bisschen. Es sieht so viel schöner tagsüber hier aus. Wir machen die Folge länger. Also, ich gehe hier, ich habe einen Fahrstuhl da unten aktiviert und das war's. Ich bin im Kreis gelaufen. Wie weit bin ich gekommen? Ich bin hier hingegangen, runtergefallen und hier wieder hochgefahren. Ich nehme seit 40 Minuten auf. Was ist passiert? Diese Vögel sind passiert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Geht alle weg. Lasst mich Elden Ring erkunden. Ich brauche Progress. Der Angriff ist der beste, wo sie so nach hinten gehen und ausholen. Ja genau, der da ist der allerbeste Angriff. Habe ich zwei Vögel? Ja, mit einem Schlag. Sehr schön. So, dann heilen wir uns schön voll. Wir leben, dass man zwei Heilflaschen braucht, finde ich eigentlich auch okay. Wie sind wir da hingekommen? Ach, ich bin hier auf die Mauer und da runtergeklettert. Boah, war das ein Umweg, ne? Es war schon eine interessante Reise, aber... Ne, ich will irgendwie so fühlen, Fortschritt fühlen auch in der Folge. Du hast echt vieles zerschmettern können, aber du hast einfach nichts kaputt gemacht. Feiner Vogel. Mindestens 2. Also hier kriegen wir auf jeden Fall das bessere Upgrade-Material.
Ich glaube, normale Schmiedesteine kriegen wir dann hier drüben so. Hier. Ja. So. Hin haben wir da ein paar Vögel bekämpft. Jetzt wäre eigentlich hier so ein Feuervogel, glaube ich, ganz cool, nachdem man normale bekämpft hat. Ja, da geht's da runter nach Janam. Oh Gott, ich bin fast die Klippe runtergelaufen vor Hahaha. Ja, hier sind wir oben vor dem Typen vorn weggerannt. Ich erinnere mich, da gab es auch gerade ein Fenster, wodurch man in das Gebäude rein konnte. Unter uns. Ja, da der Sturmritter. Deren Abilities sind aber auch ätzend. So. Kukri. Und hier ist ein offenes Fenster. Guck mal, das ist der Magier, der uns bei Margit hätte helfen können. Aber als normaler NPC. Hallo. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ich werde Godric besiegen. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the Lands Between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Ja, klar. Wir können alle drei theoretisch mitnehmen. Kriegsasche, wirbelnde Waffe, Kriegsasche, Karrier-Großschwert und Kriegsasche Schimmersteinkiesel. Das sind Abilities, die ich auf meine Waffen machen kann. Magie-Abilities, die ich auf meine Waffen machen kann. So klar, woher? Nehme ich mit. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Guck, ich hab gesagt, das ist von Rhea Lucaria, das Ding, ne? Kenn mich aus. er kann ich ja nicht unterwegs drauf machen. Na cool. Ja, viel Spaß in deiner Kapelle. Hat er gesagt, was er hier sucht? Können wir ihm helfen? Ich weiß es nicht. Vielleicht das Blut von anderen Tarnisch-Leuten. Ich truste euch nicht. Ja, Double Kill. Der Platz hier ist ziemlich unnötig. Okay. Okay, und so kommen wir wieder zu ihm. Kommen wir hier auch irgendwie wieder raus? Nee, eigentlich nicht. Oh, keen to learn another battle art. Und nochmal gucken, ob er noch was sagt, aber nee. Ja, dann, ne? Müssen wir jetzt an den beiden vorbei. So. Ah. Oh. Warum war ich besorgt? Okay, ich weiß, warum ich besorgt war, mein Leben. Sehr schön. Ne, die fände ich schon gruselig. Sind zwar nicht so schlimm wie die Anfangsritter von Dark Souls 3, die fand ich noch schlimmer irgendwie. Weiß nicht, warum die so cursed sind. Aber ja. Das ist gar nicht so tief. Muss man erst beim Weg runter finden. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben den besiegt. Hier haben wir Türen geöffnet und alles. Genau, dann konnte man hier über diese Mauer hüpfen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss auf diesen Kriegshof wahrscheinlich, ne?
würde am meisten Sinn ergeben, weil hier runterhüpfen klingt nicht so klug. Auch wenn da unten ein schön großes Dach war. Das hier führt mich ja, glaube ich, eh nur wieder nach drinnen. Hier unter mir runterhüpfen wird mich... Ah, das ist der Innenhof vom Schloss. Ja, können wir auch machen. Magier und so. Ja. Ich war Magier, Kleriker. Kann ich die aktivieren, die Leiter? Oh, die ist schon aktiv. Okay. Ja, wir sind jetzt in der Innenseite des Schlosses. Das ist schon mal ein Burggraben. Und da ist wieder Nebel. Wir sind schon wieder auf einer komplett anderen Seite, als wir sein sollten. Eine Rune. Genau, man kann das Haupttor öffnen lassen und dann seht ihr ja, was einen erwartet. Aber wir haben es sehr schön hier oben, muss ich sagen. Wo ich nicht da runter muss. Und da hinten, das ist offen. Cool, da war eine Wand beim Netzwerktest. Von der habe ich erzählt vorhin. Und mit vorhin meine ich vor ein paar Folgen. Und da drüben müsste irgendwo wieder so ein Einsatzding sein für die Steinschlüssel. Schlüssel. Genau. Ja, was mache ich hier? Ich bin ja hier runtergedroppt, oder? Habe ich so viele Möglichkeiten weiterzulaufen? Noch ein bisschen. Ein bisschen erkunden schadet nicht. Wie kann ich nochmal runterdroppen? Und dann komme ich dann in das Gebiet. Da unten rein komme ich ja sowieso, wenn ich das Tor öffne. Hallo Loot. Blutiger Eiterfinger. Ist aber vor mir gespawnt. Ja, die stehen da zwar so getrennt, aber ich habe das Gefühl, dass der da hinten irgendwie angriff. Ja, jo, guck mal, der kommt wieder angesprintet, kommt direkt. Boah, schauen wir mal, ob sie Leitern klettern oder so und dann mobben wir sie dabei. Denn einen habe ich theoretisch besiegt. Eins, zwei. Ich konnte nicht rollen. Warum konnte ich nicht rollen? So, ich bin wieder da. Vielleicht kann ich ihn mit einem Feuerball erpullen. Hi. Bitte klettern Sie diese Leiter vorsichtig runter. Dankeschön. Wie vorsichtig er ist. Sehr schön. Und jetzt. Einfach immer mit einem Sprungangriff rein, dann sollten wir safe sein. Ja. Sprungangriff, Sprungangriff, Sprungangriff. Hallo, du da. Sprungangriff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sprungangriff. Sprungangriff. Ich wollte mich eigentlich gerne heilen. Es kann doch nicht sein, dass jeder Gegner mein halbes Leben mit einem Treffer wegmacht. Oder doch? Ja, schauen wir doch. Eine sehr stabile Brücke. Ja, hier war im Netzwerktest auch eine Barrikade. Hier unten im Tal war ich. Da erinnere ich mich. Da bin ich da oben hochgeklettert sogar oder so. Cool. Wollte gerade sagen, mir gefällt nicht das Geräusch von mehreren Leuten, die hier rumlaufen. Da ist nur so ein Dude. Ah, der genießt seine Axt ein bisschen. Die haben wir schon. Ich weiß auch nicht, ob meine auch cooles Moos dran hat, tatsächlich. Nee. Ja, aber die ist cool auch. Geschick fehlt mir einfach für eine Axt. Und hier haben wir, wo wir die bekämpft haben, eine Leiter. Ja, ja, ja.
Muss mal aufhören, immer diese kurzlichen gedanklichen Pausen zu machen. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr hier zu einem vollständigen Video. Wo bin ich? Erstmal hier so die Ecke. Weil gar nichts hier in der Ecke versteckt ist. Gar nichts? Einfache Wand? Hier. Hier kommen wir runter. Okay, aber warum sollte ich hier runter? Ist hier was? Nö. So, dann machen wir den Dude mal weg. Ein schöner Charge. Du alter Moosmann. Zack. Loot. Ein Schmetterling. Das ist das Schloss, ne? Handbuch 10 des nomadischen Kriegers. Was hat denn der nomadische Krieger alles herstellen wollen, bitte, dass er 10 Handbücher dafür hat? 10. Sturmschwingen, Knochenpfeil. Natürlich. Haben wir nicht über die Brücke? Ne, die ist noch weiter. Wir kamen da drüben über eine Brücke gerade. Die sieht nur sehr gleich aus. Hier ist überall Loot. Oh mein Gott. Ich will nie. Was ist da hinten? Da sitzt irgendwas. Da, genau über meinem Kopf. Sieht so aus, als würde sich so leicht bewegen. Okay. Da ist viel Zeug. Kann ich irgendwie einen großen Fass drüber rollen lassen über alle oder so? Wie auch so, die zusammen rumstehen, ne? Diese Ritter. Ich schleiche einfach. Ja, die gucken nicht her, die wissen nicht, dass ich da bin, die wollen nichts von mir, ich will nichts von denen. Angriff ist nicht bisher immer die beste Lösung. So. Kann ich hier durchs Fenster rein? Nein. Da unten waren wir schon. Ja, den Loot habe ich. Das ist ungünstig, wenn mein Parcours mich schon irgendwo hingebracht hat, wo ich gerade mühevoll hinklettere. Ja, mit denen da unten will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, hier können wir über die Mauer klettern, tatsächlich. Ja. Dann ist das jetzt mein neuer Weg. Hier, über das Dach. Sollten wir auch am meisten vorbei sein, so sieht's aus. Okay, die zählen auf uns. Das da hinten lebt wirklich. Ich weiß nur nicht, was es darstellt. Da ist ein Punkt der Gnade da drin. Okay, wir fallen in den Turm hier. Danke, meiner. Holen uns den Schild der Getreuen. Guck mal kurz, ob da unten... Okay, ja, das ist der Weg. Können wir einfach hier runterhüpfen und dann die Treppe hoch? Ja. Umfängermedizin. Und... das war es mit der heutigen Folge Elden Ring. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir haben hier einen Fahrstuhl. Der sogar funktioniert. Ist aber nicht das Gebäude vom Anfang, oder? Keine Ahnung, finden wir beim nächsten Mal raus. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich stelle mich wie eine Ritterrüstung hier dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich weiter darüber nachdenke, wie wir in diesem Schloss vorgehen werden. Bis dann, euer Zimmelmann.